Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18. Ja, das wird jetzt eher eine ziemlich unangenehme Folge. Unter anderem, weil, naja, fangen wir vielleicht erstmal mit dem kleinsten Übel an. Wir haben in der letzten Folge den Nummer 1 Draft Pick ertradet. Allerdings hat der Maxi natürlich wieder nicht gesehen, dass der Top 5 geschützt ist. Das heißt, wenn der unter die ersten 5 fällt, dann geht der zurück an die Heat. So, da habe ich mich jetzt erstmal gestern richtig krass darüber aufgeregt, weil es einfach scheiße ist. So, gut. Ich habe dann trotzdem mit einigen ja geschrieben und die haben gesagt, komm, 3,5 Sterne, versuchen wir den weiter zu traden an die Atlanta Hawks. Gut, ich bin dann gestern auch nicht mehr zum Aufnehmen und zum Zocken gekommen, weil ich halt auch irgendwie so am Tag über 10 Stunden unterwegs bin und einige mich dann zubomben, wenn mal ein Tag keine Karriere kommt. Und jetzt habe ich gute Neuigkeiten für dich. Es kommt vielleicht in Zukunft vielleicht gar keine Karriere mehr, weil nämlich mein Spielstand im Arsch ist. So, und das führt mich zum eigentlichen Problem. Schieben wir das mit dem Trade mal kurz beiseite. Ich habe am Mittwochabend meine Nintendo Switch-Version eingelöst, habe dort ein klein wenig gezockt, so 2-3 Stunden, Karriere einfach so, um das relativ schnell voranzutreiben. Und nach diesen 2-3 Stunden wurde ich dann rausgekickt vom Spiel, habe dann die Switch neu gestartet, bin rein und musste meinen Spieler komplett neu erstellen. Es war einfach alles weg. Gut, Nintendo Switch-Version, so gesehen wäre mir das jetzt egal, wollte ich eigentlich eh bloß ein bisschen My Park daddeln und My Team. Allerdings musste ich in dieser Switch-Version halt auch einen neuen Account erstellen, was mich dann schon so ein klein wenig gewundert hat, weil ich habe meinen Account jetzt einfach seit 3 Jahren mit der gleichen E-Mail-Adresse. Habe ich dann gemacht, gleiche E-Mail-Adresse, gleiches Passwort, hat auch alles wunderbar funktioniert. Gut, habe jetzt auch ein Ticket erstellt, weil die Bonusinhalte der Legend Edition auf der Switch mir auch nicht gegeben wurden. Mein Ticket von den Visier, die ich beim Dankpaket ausgegeben habe, ist übrigens auch immer noch nicht bearbeitet worden. Naja. Okay, auf jeden Fall, heute, jetzt, Freitag der 13., setze ich mich hin und möchte die Karriere weiter aufnehmen und bekomme eine Fehlermeldung, wenn ich diesen Spielstand laden möchte. Bin ich erstmal ganz ruhig geblieben, habe nochmal PlayStation aus, PlayStation an, bin trotzdem nicht reingekommen. Ich so, okay, hatte ich schon mal irgendwann letztes Jahr oder vor 2 Jahren, dann habe ich erstmal Test in die App reingehen, um zu gucken, ob die Karriere denn noch da ist. Also, in der App, Karriere, alles ganz normal, Statistiken, Spielername, ist alles vorhanden, ne? PlayStation nochmal angemacht, nochmal versucht zu laden, funktioniert nicht. Gut, Test, neuen Spielerstand erstellen, hat funktioniert. Okay, daran kann es nicht liegen. Also erstmal Ticket aufgemacht, darauf warte ich jetzt gerade eben. Gut, eigentlich nicht gut. Ich habe zwar in der Karriere 3-4 Folgen vorproduziert, aber die halten halt nicht lange. Besonders, ich bringe einen Tag keine Karriere und bekomme gestern, ich habe gestern, ungelogen, 15 Nachrichten bekommen, warum keine Karriere kommt. Guys, ich muss dazu, glaube ich, nichts sagen, oder? Ey, man kann es wirklich so übertreiben. Ich bin gestern ungefähr 14 Stunden unterwegs gewesen, ne? Ey, naja, okay, ist ein anderes Thema. Gut. MyGM, versuche ich dann, denke ich mir, ja, komm, MyGM, hängst du mit den Folgen eh so ein bisschen hinterher. Also wir haben ja momentan mehr Karrierefolgen. Versuche ich MyGM zu laden. Geht MyGM auch nicht. Und dann bin ich ganz kurz echt, dann bin ich erstmal in MyTeam gegangen, um zu sehen, ob MyTeam funktioniert. MyTeam ist Gott sei Dank ganz normal da. Alle Spieler, Domination und etc. Also gehe ich davon aus, dass mein Account irgendwie gerade eben ein Problem hat, Daten zu synchronisieren, die ich auf der PlayStation habe und mit dem Server. Okay, auch hier PlayStation aus, PlayStation an. Funktioniert nicht, Fehlercode. Auch hier MyGM, neuen Speicherstand erstellt, hat einwandfrei funktioniert. Das mache ich einfach immer zwischendurch als Test, um zu sehen, nicht, dass das Spiel oder allgemein die kompletten Spieldaten gecrashed sind, aber das ist halt nicht der Fall. So, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich habe ein Ticket erstellt für die Karriere. Ich habe ein Ticket erstellt für MyGM. Ich komme nicht rein. Es ist irgendwie ein Fehlercode C73. Keine Ahnung, schlag mich tot. Ich komme nicht rein. Das Witzige ist, heute Nacht ist ein Patch erschienen, ein neuer, der angeblich das beheben soll.
funktioniert nicht. So, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich habe mir jetzt gerade eben eine zweite MyGM-Karriere erstellt auf die Schnelle. Habe die simuliert, habe versucht, so gut es geht, irgendwie alles so nachzustellen, wie wir es auch gemacht haben. Ich habe Beverly geholt, ich habe Whiteside geholt, ich habe Covington. Habe ich Covington geholt? Das weiß ich gerade eben gar nicht. Ja, auch Covington habe ich geholt. Ich habe Chris Bosh am Anfang mir jetzt geholt. Dadurch, dass ich sowieso von vorne starten musste und habe Chris Bosh am Anfang verpennt. Ich habe, glaube ich, Roberts gewaved, damit ich Chris Bosh verpflichten konnte, weil wir sonst zu viele Spieler gehabt hätten. Dennis Smith Jr., Curry, Ellington. Also so gesehen ist das alles sehr, sehr gleich. Ich muss jetzt erstmal hiermit weiterspielen und warten, bis die ganzen Tickets bearbeitet wurden. Ich kann es momentan einfach nicht anders lösen. Dadurch, dass mein Ticket von der Karriere mit den Dunks, also mit den Spieleranimationen, auch noch nicht bearbeitet wurde, können wir davon ausgehen, dass das Ganze irgendwie über einen Monat dauern wird. Tja, keine Ahnung. Was haben wir jetzt für Vorteile? Vorteil ist, die MyGM-Karriere ist aktuell. Das heißt, Trades wie Carmelo Anthony zu den Oklahoma City sind durch. Wade ist mit drin, ist jetzt bei den Cavs. Das hatten wir alles nicht, dadurch, dass wir so früh angefangen haben. Zweiter Vorteil, ich konnte mir Chris Bosh holen, den ich natürlich jetzt auch für Trades gut einsetzen kann. Und der dritte Vorteil, natürlich, wir können den Fehler, den wir jetzt gemacht haben in der letzten Folge, zumindest für den Moment, nochmal ausbügeln. Nagelt mich nicht darauf fest, dass wir hier bei diesem Spielstand bleiben, wenn der andere wiederhergestellt werden kann. Aber dass es jetzt für den Moment überhaupt mal weitergeht, spielen wir mit diesem Spielstand. Dass du einfach nur Bescheid weißt und dich auch nicht wunderst, warum ich jetzt plötzlich bei 17 zu 36 stehe. Wir haben nämlich bis durch die Simulation richtig hart auf die Fresse bekommen. Okay, das ist der aktuelle Stand. Gut. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal abchecken, was geht überhaupt in den Conference ab. Wir sind ganz unten, ne? Geil. Also, naja, wir könnten auch fast sagen, jetzt sind wir tatsächlich in dem Modus, dass wir tanken. Vor uns die Los Angeles Lakers. Auf der anderen Seite die Atlanta Hawks ganz unten, Brooklyn und Orlando. Wir gucken mal rein, wie momentan der Mock Draft aussehen würde. Mock Draft. Hey, also manchmal frage ich mich echt, da, hier, Mock Draft. Also die Hawks sind auf der 1 und jetzt kommt das, was eigentlich, wir sind auf der 2. Dadurch, dass wir so schlecht stehen, sind wir automatisch auf der 2. Das heißt, trotz alledem werden wir versuchen, den Pick der Hawks uns zu holen und auch der Magic. Wir probieren es einfach mal. Wir haben jetzt natürlich sehr, sehr gutes Material, um zu traden. Ich habe übrigens kein Spiel selber gespielt. Ich habe einfach nur simuliert. Und dementsprechend hatte ich gar keinen Einfluss darauf, was da jetzt gerade eben zu Buche steht. Aber wir haben richtig auf den Sack bekommen. Was mich wundert, weil wir haben kein schlechtes Team. Das muss man hier echt mal festhalten, ne? Naja, okay. Also die Hawks. Ungeschützt. 3,5 Sterne. Spieler. Die Hawks. Mit wem könnten die am meisten an? Whiteside hat 2 Sterne. Chris Bosh hat 2,5 Sterne. Also der ist in dem Fall für die Hawks mehr wert. Die Hawks haben 16 Spieler. Das heißt, ich muss auch einen Spieler von ihnen überhaupt erstmal reinpacken, damit das irgendwie noch möglich ist. Plumlee für 12 Millionen, ja genau, so siehst du aus. Dann hole ich mir, keine Ahnung, irgendeinen von den beiden Nasen hier, Babbitt. Und versuche hier mit Picks aufzufüllen. Wir haben dann doch einiges an Picks am Start. Ich werde nur wahrscheinlich einiges draufpacken müssen. Nein, das reicht nicht. Na, ja, das ist ein Stern. Ich denke mal, ich werde noch einen 2-Sterne-Pick mit oben drauf packen müssen.
Ja, dann nehme ich aber... Nehme ich den wieder raus. Okay, oder wir nehmen ihn auch wieder rein. Ey, ich bitte euch. Ey, ich gebe euch 4 Picks obendrauf. Ey, jetzt, dann gebe ich euch halt noch einen obendrauf. Aber dann... Ey, da müssen sie ja sagen. Ich wollte gerade sagen. Also das wäre jetzt krass gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten, ne? Okay, also wir haben diesen Pick von den Atlanta Hawks. Und damit sind wir jetzt natürlich aufgestellt. Oh, Creme de la Creme. Für den nächsten Draft. Also, außer wir sollten jetzt eine Siegesserie von 30 Spielen hinlegen. Wovon ich jetzt gerade eben mal nicht ausgehe. Was war's noch? Orlando, die haben noch den dritten, ne? Ich werde dich übrigens zwischendurch halt natürlich versuchen, immer auf dem Laufenden zu halten, was der aktuelle Stand ist. Auch wenn ich ein klein wenig vorproduzieren muss, weil... Ja, ich komme jetzt auch nicht jeden Tag dazu aufzunehmen. Trade vorschlagen. Ist halt einfach so nervig. Ich weiß auch nicht, was sie da dieses Jahr gemacht haben. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich lange davon verschont geblieben bin. Aber jetzt hat es mich leider auch getroffen. Oh, das sieht von der Kohle her ganz schlecht aus. Ja, ich glaube, das können wir vergessen. Ich glaube, das können wir... Ja, der Trade ist ungültig, weil das einfach zu viel Kohle kostet. Aber ich kann mal schauen, vielleicht ist ja ein anderer Spieler interessant. Ja, der gute alte Harris. Den habe ich ja noch mit am Start. Aber was wollen sie mit dem? Also wenn, dann kann ich probieren, dass ich Seth mit reinnehme. Aber selbst mit dem... Dann muss ich mir den Spieler von ihnen nehmen, der ein höheres Gehalt hat. Biombo, was hat der? 17 Millionen, das ist einfach zu krass. Und in der Kombination, naja, wenn ich vielleicht meine Picks... Teams dürfen nicht... Kann mir mal bitte jemand diese Regel erklären? Diese Meldung hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Aber ich verstehe sie nach wie vor nicht so ganz. Ja, genau, so siehst du aus. Nee, komm. Lassen wir es doch. Ey, jetzt sieht es ja echt ganz gut aus. Oh, Andrew, du alte Hütte. Ich weiß, dass das jetzt gerade eben abrupt ist und irgendwie man ist überrumpelt. Ich bin selber überrumpelt. Ich habe jetzt heute in der Früh bin ich erstmal aufgestanden, habe erstmal eine Stunde, glaube ich, überlegt, was mache ich denn jetzt? Aber ich will natürlich jetzt auch MyGM nicht einfach, also MyGM besonders, weil da habe ich gar nichts vorproduziert. In der Karriere habe ich ja wenigstens 3-4 Folgen vorproduziert. Keine Ahnung. Ich, vor allen Dingen, ich hänge sowieso hinterher mit allem und jetzt kann ich da nicht weiter aufnehmen. Naja, gut. Das ist der aktuelle Stand. Wir schauen jetzt mal ganz kurz rein in unser Coaching. Ah ja, schön. Alle sind komplett müde und kaputt. Das liegt daran, weil wir auch vom Training her bei sehr hoch stehen. Ansonsten habe ich wirklich versucht, Beverly zu holen, Covington zu holen, Whiteside zu holen. Das ist halt auch trotz alledem immer noch eigentlich so das Team ist, was wir jetzt auch die ganze Zeit hatten, ne? Was natürlich jetzt der Unterschied ist, wir haben... Whiteside nach wie vor in unserem Team. Den haben wir nicht verloren. Dennis Smith Jr. Jetzt muss ich hier erstmal anpassen. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drum gekümmert die ganze Zeit. Also Dennis Smith Jr. startet. Das bleibt so. Covington, Nowitzki, Whiteside. Übrigens, Bosch und Nowitzki, die beiden... Oh, die können überhaupt nicht miteinander. Boah, sind die mir auf den Zeiger gegangen. Die ganze Zeit, oh, ich möchte starten. Nein, ich möchte starten. Nein, ich möchte starten. Es war wirklich furchtbar. Richtig, richtig nervig. Okay. So, Dennis Smith, 30. 30. Ein sechster Mann hat keine 27 Minuten, mein Freund der Sonne. Was habe ich da... Nein, wir stellen das jetzt ganz kurz ein.
Covington bekommt 30, Nowitzki 28, weil er einfach noch, ja, einfach dieses gewisse Alter hat. Beverly, Ellington 16, Vince Carter habe ich mir übrigens geholt. Da waren ja eh einige voll dahinter, dass ich mir den irgendwie organisiere, habe ich jetzt in dem Fall getan. Ja, da können wir, mach ich's lieber so rum. Ach so, hier haben wir auch noch zu viele Minuten, ne? Dann packe ich hier ein paar drauf. Da ein paar. Wobei Whiteside kann eigentlich auch. Dann muss ich Beverly 20 geben, Ellington 16. Vince Carter gebe ich 15. Komm, und Dennis Smith Jr. und Seth, die sind beide noch jung, die können das abreißen, denke ich mal. Okay, so. Dann gehen wir damit weiter in diese Woche. Ich glaube, wir waren beim 6. oder 7. Februar. Ich habe nachgeschaut. Also, wir müssten eigentlich auf dem relativ gleichen Stand sein. Zweimal Training. Vielleicht mache ich da einen Tag Pause. Ja, Ruhetag. Dein Büro. Kann es natürlich sein, dass das irgendwas ist, was wir schon haben. Achso, jetzt ist diese Szene, wo er uns erklärt, wie krass nochmal die Spieler sind. Die kennen wir bereits. In dem Fall einfach mal ganz, ganz kurz. Alter, wie lang war das? Habe ich alles vorgelesen? Meine Fresse. Nur wenige Minuten vor Ablauf der Trade-Deadline traden die 76ers McConnell an die Mavs. Ach, haben die jetzt den Spieler auch geändert, den wir die ganze Zeit hätten holen sollen? Okay. Hey Max, was dagegen, wenn ich mich setze? Schade, dass man nicht selber antworten kann. Also wir müssen ganz offensichtlich über TJ McConnell reden. Das würde ich sagen. Hören Sie, ich weiß, dass die Dinge nicht so laufen sollten. Das ist eine Untertreibung, meinen Sie nicht? Ich verstehe, warum Sie wütend sind, Max. Aber der Deal konnte in der verfügbaren Zeit nur so unter Dach und Fach gebracht werden. Die 76ers haben sich kurz vor Ende der Deadline zurückgemeldet. Wirklich eine Minute vor der Deadline. Sie sagten, sie hätten sich anders überlegt und nachdem es schon so spät war, hatte ich nur noch Zeit, es mit meinem Dad zu besprechen. Ah, okay, ja. Er müsste es sowieso genehmigen. Also habe ich, Andrew, ich wusste, dass die Parameter für Sie in Ordnung sein würden. Sie lagen im Rahmen dessen, was wir bereits besprochen hatten. Als die sich also bei mir gemeldet haben, habe ich entschieden, die Initiative zu ergreifen. Sie wollen doch, dass ich die Initiative ergreife, oder nicht? Ja, aber Sie wissen, dass Sie mit dieser Information zuerst zu mir gehen müssen. So funktioniert die Sache nicht anders. Ich stimme Ihnen zu, 100%, aber Sie haben sich so spät bei mir gemeldet und ich wusste, dass Sie den Auftrag hatten, TJ zu holen. Ja, also ist das jetzt... Die haben den Spieler geändert, dadurch, dass wir neu angefangen haben. Es war einfach keine Zeit, um mit Ihnen und mit meinem Dad zu sprechen. Also bin ich direkt zu meinem Dad gegangen. Oh, aha. Ich sage es Ihnen, wirklich, ich habe in keinster Weise versucht, Sie zu untergraben. Ich weiß, dass Sie versucht haben, TJ zu holen. Wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich das nie gemacht. Nie. Und ich schwöre, es war wirklich in allerletzter Sekunde. Ich wusste nicht, was ich sonst tun soll. Ich bin's leid. Danke, Andrew. Nur wenn das stimmt, dann verdienen Sie wohl meinen Dank, Andrew. Ich, gern geschehen. Hören Sie, ganz offensichtlich sollten die Dinge nicht so laufen, aber es scheint, als wüssten Sie das. Und wenn Sie so wenig Zeit hatten, wie Sie sagen... Die haben mich ungefähr 4 Minuten vor der Deadline angerufen. Ich weiß noch, dass ich auf meine Uhr gesehen habe, die ich nicht mal dabei hatte. Und auch ich eigentlich nur die ganze Zeit versuche, mich hier rauszureden. Aber meinen Sie das ernst? Und Sie haben recht, ich hatte eine Anweisung von Bob, TJ McConnell, durch einen Trade zu uns zu holen. Deswegen ist er hier. Jetzt ist Bob glücklich und das heißt, dass auch ich glücklich bin. Ja, genau, so siehst du aus. Solange wir uns verstehen, wie die Befehlskette auszusehen hat, ist es keine große Sache. Danke. Dass Sie so sachlich bleiben, Max.
Ein weniger guter GM würde definitiv die Beherrschung verlieren. Und jetzt muss ich erstmal meine Windeln wechseln, weil ich mir gerade in die Hose mache. Ja, immer halblang mit den Komplimenten, Chef. Und jetzt tun Sie mir einen Gefallen und verschwinden, bevor ich noch anfange, ernsthaft darüber nachzudenken. Man soll aufhören, solange man in Führung liegt, oder? Grundkurs Geschäftsverhandlungen. Klingt gut. Danke noch einmal, Max. Nicht der Rede wert. Können Sie mir vielleicht einen Donut holen? Ich brauche jetzt einfach etwas Süßes. Klar, jetzt? Wenn Sie mich bitte entschuldigen. Okay, dann bin ich bald zurück. Danke, Andrew. Ah, Mann, ey. Aufgrund Ihrer letzten Aktion sollten wir den Kader anpassen. Möchten Sie das selber tun oder soll sich der Coach darum kümmern? Ja. Übrigens, Personalien habe ich auch nach wie vor geregelt. Aber unsere Personalien sehen natürlich jetzt auch wieder anders aus. Also auch da nicht wundern. So, wo ist er denn jetzt? McConnell, Point Guard, mit 77. Sollte 31 Minuten bekommen. Wohin mit euch? Wohin mit euch? Er hat Beverly getradet. Er hat Beverly getradet. Es ist so ein Batzen. Es ist echt so ein Batzen, der Kerl. Also jetzt passt Dennis Smith Jr. Seth, das ist gleich geblieben. Dann Arlington. Ich muss ihm ja eigentlich bloß die Minuten drauf packen, die Beverly hatte. Dann sind wir eigentlich schon wieder... Dann sind wir eigentlich schon wieder da, wo wir vorhin waren. Ja gut, er hat zumindest nicht irgendwie Whiteside oder sonst irgendeinen Scheiß gemacht. Spielermoral sieht eigentlich auch ganz okay aus. Mit Simcast simulieren. Gegen Golden State. Ja, da kriegen wir natürlich jetzt erstmal schön auf den Sack. Erwartungsgemäß Dennis Smith Jr. 17, Nowitzki 17, Vince Carter 16, Seth Curry 14, Whiteside 13, 9, McConnell 6 Punkte, 6 Assists, 4 Steals, das ist okay. Auf der anderen Seite Stephen Curry 35, Kevin Durant 28, Klay Thompson 17, McGee 11 und 8. So. Gatorade Trainingszentrum. Und was machen wir jetzt? Was meinen Sie, was machen wir jetzt? Was meinen Sie, was ich meine? Wollen Sie sich jetzt umstellen, Max? Zeigen Sie mir ein wenig mehr Respekt, okay? Ich dachte, Sie wären der GM. Ist das... Sind Sie nicht der GM? Habe ich das falsch verstanden? Ich bin der GM. Sehen Sie als GM wirklich nicht, dass TJ und ich dieselbe Position spielen? Dass wir beide Starter sind? Oder fällt Ihnen das gerade erst auf? Das war nicht mein Trade. Er ist hier, um uns... mehr Tiefe zu... Oh, wir dürfen niemals als GM sagen, dass es nicht unser Trade war. Hören Sie, Dennis, ich weiß, wie das aussieht. Ach, ja, vollkommen, ich verstehe, aber hören Sie mir zu. Ich habe McConnell geholt, um für Tiefe zu sorgen. Erzählen Sie mir nichts von Tiefe, Max. Halten Sie denn Tiefe nicht für wichtig? Das sage ich nicht. Glauben Sie nicht, dass D'Antoni letzte Saison gerne mit einer tieferen Rotation als einer 7er Rotation gegen die Spurs gespielt hätte. Sie hatten keine Tiefe, das hat ihnen das Genick gebrochen. Naja, sie haben wohl nicht Unrecht. Technisch gesehen, habe ich sie schon je angelogen, Dennis? Nun, ach, nicht unbedingt. Ich persönlich würde sagen, überhaupt kein bisschen. Sie waren recht ehrlich mit mir, denke ich, aber was auch immer hier vor sich geht... Vielleicht sind es keine Lügen, ich weiß es nicht, aber es fühlt sich nicht richtig an. Das ist verständlich, aber hören Sie mich an. Als jemand, der immer ehrlich mit Ihnen war, Sie sind hier und Sie bleiben hier. Ihre Rolle verändert sich nicht. Sie sind weiterhin ein zentraler Bestandteil dieses Teams. Ich muss Sie wohl beim Wort nehmen, aber dass Sie mich bisher nicht belogen haben, heißt ja nicht, dass Sie mich auch in Zukunft nicht belügen werden. Wir brauchen die Tiefe, Dennis. Das hat nichts mit ihren Leistungen zu tun. Ich will einfach nur gewinnen. Geht mir auch so. Mann, geht mir auch so. Sie haben schon immer das Team über alles gestellt, Dennis. Ich weiß, dass das Team Ihnen am Herzen liegt. Also vertrauen Sie mir, okay? Ihre Rolle wird genauso groß sein wie immer. Wir haben jetzt richtige Tiefe. Wir brauchen diese Tiefe, um zu gewinnen. Okay, das kaufe ich Ihnen ab.
Ist zwischen uns alles gut, Dennis? Ja, alles gut, Mann, alles gut. Wenn Sie etwas brauchen, geben Sie mir Bescheid, okay? Ja, okay, Max. Ich meine es ernst. Wenn Sie eine Ziege zum Streicheln wollen, besorge ich Ihnen diese beste Ziege in ganz Nordamerika. Gut, mit Kindern, Stuben rein. Holt morgens die Zeitung. Also, eine Ziege. Ich weiß ja nicht, Max. Ich glaube, das passt nicht zu meinem Stil. Ich sage dir ja nur, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ja, okay. Gegen die Los Angeles Lakers. Also, wir halten mal ganz kurz fest. Sollte Andrew oder Bob auch nur irgendwie... Jo, dank eines gebrochenen rechten Zehs sitze ich erst einmal 2 bis 4 Wochen auf der Tribüne. Hashtag Zuschauer Widerwillen. Nein! Alter, was geht in dem Spiel ab? Seth mit 24, Dennis mit 21, Cummings mit 21, Whiteside mit 21, Ellington mit 13, Reed mit 12. Alle leicht eskaliert. Lopez mit 17, Ingram mit 14. Ja, okay. Und Ball nicht mal in der Startaufstellung. Auch geil. Wie es aussieht, hat sich Dirk Nowitzki verletzt. Ah, gebrochener Zeh. Ja. Rotation anpassen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Also erstmal muss ich hier Reed jetzt in die Starting 5 beordern. Und dann glaube ich, nehme ich lieber Stauskas mit rein für Shooting. Pack hier Minuten drauf. So. Passt. Also Jungs, das ist der aktuelle Stand. Ich hoffe, ihr könnt für den Moment damit leben. Wie gesagt, jetzt muss ich erstmal selber abwarten, was da zurückkommt. Und dann schauen wir einfach, wie weit sind wir, wenn ich Rückmeldung bekomme. Wenn wir dann natürlich irgendwie schon, keine Ahnung, 5, 6, 7 Folgen weiter sind, dann, ja, geh mal davon aus, werde ich natürlich nicht zurück zu meinem alten Spielstand springen, weil irgendwie passt das dann auch nicht mehr zusammen. Ich glaube, wir sind momentan ganz okay. Wir haben Dennis Smith Jr., wir haben Dirk Nowitzki. Ich habe versucht, das wirklich so weit wie möglich nachzustellen. Genau, nachzustellen, das ist das richtige Wort. Und für diese 19 zu 37 und dass wir jetzt natürlich im Mock-Draft verdammt hoch sind, kann ich natürlich persönlich jetzt nichts. Und jetzt haben wir den Pick der Hawks uns auch noch ergaunert. Ich bin für den Moment jetzt erstmal ganz zufrieden damit. Ich hoffe, du auch. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Däumchen da und jetzt kann es eigentlich richtig abgehen mit dem, was wir haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Dein Max. Ciao.